Freistoß 96 aus dem linken Halbfeld. Panda in die Mitte und sie wehren sich mit Mann und Maus, die Gastgeber. Und jetzt der Schuss aus der eigenen Hälfte. Das Tor ist leer. Der Ball ist drin. 2:0 für den SC Paderborn. Stoppelkamp aus 80, 90 Metern zielt er einfach mal Richtung verlassenes 96-Tor. Zieler war vorne, Stoppelkamp steht am eigenen 16er, trifft den Ball mustergültig. Tor für Paderborn, 2:0.